Hallo Römer-Team-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Hemmel. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra! Ja, Mann. Machen wir doch easy. Nee, ihr zwei! Okay. Wir brauchen auch Hilfe! Oh, cool, warte, ja. Dicta, hier sind sie. Danke, Krakelo. Ihr übernehmt heute den Wachdienst. Tut mir leid, normalerweise ist der Wachdienst meine Aufgabe. Aber heute hat mein Vater mir aufgetragen, die Infobretter zu aktualisieren. Oh, also kann ich nicht auf meinem Posten sein. Es wäre toll, wenn heute jemand den Wachdienst für mich übernehmen könnte. Und darum seid ihr hier. Bitte macht einen guten Job. Tschüss. Okay. Das ist alles! Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Warum hast du uns geholt? Halt die Klappe! Deine Gemurre mehr, kein Gemurre mehr! Geht und holt eure Pflicht! Mein Kopf tut weh. Was sollen wir überhaupt tun? Klettert euch dieses Loch hinunter und halt Wache. Wir haben Wachdienst! Wachdienst? Wachdienst? Richtig gehört, Wachdienst! Wir müssen vermeiden, dass zwielichtige Gestalten in die Gilde kommen. Es ist unter dem Gildeneingang eine Wache stationiert, die besuchende Pokémon überprüft. Als ihr zum ersten Mal kamt, wurden eure Fußabdrücke überprüft, oder? Ja, mein Fußabdruck? Was? Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Welchen Fußabdruck, welchen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Riolu, der Fußabdruck ist von Riolu. Oh, ich weiß es wieder. Ja, da war dieses seltsame Loch vor dem Eingang. Ich stand auf dem Gitter und jemand schrie von unten zu mir hoch. Ich bin richtig erschrocken. Okay, du willst also, dass wir in dieses Loch steigen und weiter? Der Tunnel da unten führt zum Wachposten. Okay. Ah. Dick, da wird sich durch bis zum Wachposten unter dem Gitter. Okay. Wachposten aus inspiziert Dicta die Fußabdrücke der Besucher. Er identifiziert sie und informiert mich. Ich entscheide dann, ob das Pokémon verdächtig ist oder nicht. Wenn alles in Ordnung ist, öffne ich das Tor. Okay. Alles in allem dienen wir also als die Torwächter der Gilde. Ah, okay, cool. Also ihr müsst nur die Fußabdrücke der Besucher inspizieren und wir sagen, was für Pokémon dient. In Ordnung, verstanden? Ja, verstanden. Gut, dann an die Arbeit! Los, macht eure Sache gut! Kriegen wir hin. So, jetzt muss ich die Maus dafür nutzen. Es ist stockdunkel hier drin, Doki. Wir müssen uns vorantasten. Tja, wir müssen uns langsam dem Wachposten nähern. Ah, hey, da! Ich sehe das Licht, Doki. Ah, okay. Alles klar! Habt ihr Positionen unter dem Gitter bezogen? Ja, wir sind auf dem Posten. Gut. Besuchende Pokémon werden auf dem Gitter, auf das Gitter über die Wachposten drehen. Identifiziert sie anhand des Fußabdrucks und informiert mich. Kapiert? Ja, verstanden. Gut, es kann losgehen. Okay. Sieh dir den Fußabdruck auf dem Topscreen an und identifiziere das Pokémon. Du darfst zweimal falsch liegen, okay? Dragon behält den Überblick. Hier kommt ein Pokémon, prüf uns deinen Fußabdruck und sag mir, welches es ist. Das ist locker Bisa-Knosp. Alles klar, reinspaziert. Ja, war richtig, nice. Korrekt, du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon, prüf uns deinen Fußabdruck. Das dürfte locker Plieprin sein. Nicht? Mundtier. Lol, okay. Korrekt, du liegst richtig. Danke. Hier kommt ein Pokémon, ja, okay. Oh Gott, Ledibar? Ledibar. Nice. Okay, nächstes Pokémon. Oh Gott. Porygon? Porygon. Ja, Porygon, okay. Hier kommt mein Pokémon. Prüfe seinen Fußabdruck. Das ist locker Flamly. Nice.
Das ist sicherlich Jungblut. Nein, Panfermo. Panfermo? Nein, Menki, shit! Das war ein Menki? Oh Gott, das war ein Menki. Rangotoki, das ist gut. Genug, kommt jetzt wieder. Her. Okay. Ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch, ihr zwei. Lasst mich prüfen, überprüfen, wie ihr euch dargestellt habt. Eure Ergebnisse sind befriedigend. Was? Nur verdammt. Hier ist eure Belohnung für den Job. Für den ausgeführten Job halt 100 Poké. Wow. Und ein Protein. Schön. Das nächste Mal erwarte ich eine bessere Leistung von euch. Ja. Eigentlich, ich hatte das damals immer perfekt gemeistert. Alle Pokémon beim ersten Mal richtig. Hups, meine Maus ist noch im Bild. Richtig zugeordnet und nicht einen Fehler gemacht. Und dann kriegt man, glaube ich, ich weiß nicht, 500 Poké oder so. Oder mega viel auf jeden Fall. Wir sollten schlafen. Morgigen Tag wieder einen guten Tag, Doki. Ja, gute Nacht. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen! Guten Morgen, Doki. Ja, nein! Ich wollte speichern. Ja. Ich muss irgendwie habe ich das Gefühl, mein Mikrofon ist ein bisschen positioniert. Schlecht positioniert. So. Egal. Spielstand erfolgreich gespeichert. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, hat Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra! Juhu! Dip, dip. Ah, ihr zwei, lasst mich eure Aufgabe heute mitteilen. Sind nach Jobs. Okay. Ja. 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 Nun, einfach schon als Werk. Juhu. Machen wir. Machen wir. Dim, 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 dim. Strandhöhle 2, Feuchtklippe 2 und Stachelberg. Oh, Stachelberg ist auch eine Mission. Moment, da können wir auch mal nachgucken. EED, okay, Stachelberg ist C. Das gibt viele Punkte. Stachelberg. Oh, ja, Mann. Stachelberg. 4 Stachelberg-Missionen, das ist wundervoll, das ist wundervoll. Jobliste. E5, E6, E9... Und hilf mir bei der Pokémon-Suche. Suche nach Nidorina. Irgendwo auf der Ebene. Okay. 5, 6, 9 und irgendwo anders. Okay. Übrigens, ich glaube, das war im letzten Part oder im vorletzten Part. Ich weiß nicht mehr. Im 4. oder 5. Im 4. oder 5. Part. Was denn? Was machen die denn hier? Genau hier. Genau hier. Ja, genau. Wo denn sonst? Okay. Da hat es ja gesagt, dass wir ein Pokémon rekrutieren müssen. Namens Knackleon. Und Knackleon war sogar richtig. Ich war richtig. Ich hatte es richtig im Kopf. Ich wollte das Pokémon nicht lagern, so. Das kommt ab der Nordwüste, glaube ich. Und das ist aber noch eine recht lange Zeit hin. Bis wir das, bis der Dungeon kommt. Oh, ein Belebersamen. Ja, Belebersamen. Ah, Grüngummi. Obwohl, Grüngummi ist nicht so. Obwohl, doch, wir sind eigentlich ein Pflanzen-Pokémon. Shit. Doch, wie viel Belebersamen haben wir? Wie viel Belebersamen haben wir? Keinen und ich glaube auch keinen hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sollten für eine Ganoven-Mission doch schon Belebersamen mitnehmen. Großen Apfel nehmen wir auch mal einen mit. Pilsifbeere auch mal ein. Ah, das ist echt... Ich weiß nicht, was wir mitnehmen sollen. Ich weiß es nicht. Ach, das Kraftmüll will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann... Ja, okay. Toll, ja, okay, wir holen uns einen Belebersamen. Wir holen uns einen Belebersamen. Ist wichtiger. Auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht vorher bei dem anderen Kekleon nachgucken sollen. Bei TM Orb Kekleon. Donnerwelle. Okay, gut, zum Glück keine wirklich herausragenden Items.
Ich will bitte das Kraftband mir geben. Kann ich das Spezialband einmal wieder ablegen? Dim, dim. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde wieder krank, ey. Das ist echt nicht cool. Und übrigens, ich glaube, momentan dürfte ja... warte mal. Heute ist Montag, oder? Ist heute Montag? Scheiße, ist heute Montag? Ich habe keine Ahnung, welcher Tag heute ist. Moment. Ferien, Leute. Ja, es ist Montag. Okay, es ist Montag. Ja. Momentan läuft gerade, SGDQ, das heißt Games Done Quick. Und in, dieses Jahr ist es Summer Games Done Quick. Und, ja, da machen halt Gamer Speedruns und währenddessen werden halt, wird halt Geld gespendet für einen guten Zweck. Und das ist ziemlich cool mit anzusehen. Es wurden auch schon ziemlich coole Spiele gespeedrunnt. Das geht halt bis zum 10., glaube ich. Ja, bis zum 10. irgendwie. Und ja, schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Es ist so, es macht so Spaß, dazu zu gucken. Das Problem ist, ich krieg dadurch mein Schlaf nicht. Ich bin einfach immer viel zu lange wach, deswegen. Das war schon letztes Games Done Quick Event so. Ich habe einfach viel zu wenig geschlafen. Hör auf, Konter einzusetzen. Danke. Appell, okay. Ja, ich bin dann einfach immer viel zu lange wach, weil die Speedruns so interessant sind. Und ja, ist halt doof, aber was soll man machen? Ist jetzt nicht so tragisch. Hier ist keine Treppe. Ja, ich will gegen das Staralili kämpfen. Okay. Okay. Ach komm. Mann, nee, ich mach jetzt Konter weg. 3 Damage, wow. Konter weg. Kraftwelle, schön. So, okay, gut. Nächste Ebene. Ja, auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Und Spaß haben. Vielleicht auch was spenden. Vielleicht ja auch was spenden. So, ich gehe mal eben auf das Feld hier. Ich habe keinen Bock, dass unsere Verteidigung gesenkt ist. Und dann nehmen wir uns ein Orangegummi. Das ist doch für Kampf-Pokémon sogar ziemlich gut, oder nicht? Ist das nicht für Kampf-Pokémon? Kampf-Pokémon, nice. Dragon. IQ steigt um 1. Heißt das jetzt schon, dass er eine neue IQ-Fähigkeit erlernt hat? Nee. Ausbrecher. Ja, die ist, genau. Itemschnapper ist ein geworfenes Item fangen und tragen. Ja. Pfadfinder, Itemmeister, Attackennutzer. Ja, gut. Okay. Gut, dann ist es wohl anders. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das hier ablief mit den. Mit dem IQ. Inwieweit sich der erhöht, wenn man ein Gummi isst. Und ob angezeigt wird, dass es immer eine neue IQ-Fähigkeit erlernt hat. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Es ist ein bisschen zu lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Aber es ist mega geil. Pokémon Mystery Dungeon allgemein macht einfach mega Spaß. Und die Rolle des Pokémons schlüpfen und selber Attacken ausführen, das ist cool. Das ist mal eine richtig geile Abwechslung. Komm, uns die weg hier. Du kommst nicht weg. Wie? Oh, warte mal. Doch. Ja, ist richtig, okay. Ich wollte gerade sagen, müssen wir nicht Corazon retten? Warte mal, was ist unsere Mission? Anderes, Missionsziele, suche nach Nidorin, okay. Shit. Felswurf. Geht zum Glück nur daneben, cool. Okay, es ist besiegt. Okay, nice, nice. Ganove, wir gehen K.O. Nein, wir müssen noch weitere Missionen erfüllen. Oh, shit. Okay, wir haben keinen, Absorber mehr. Wir brauchen echt mal mehr Attacken. What the fuck? Ich meine, hier unser lieber
Dragon schon bei seinen gefühlten 50.000 in Attacken. Ist hier jetzt vielleicht auch noch Dings? Kabuto? War das Kabuto? Ich glaube, Kabuto war das, oder? Ich glaube aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir... Nee. Tabansamen. Ein Heilsamen. Das ist Item Heilsamen, heilt viele Statusprobleme. Um es zu verwenden, drücke X. Wähle das Item unter Items und danach Essen aus. Jo. Tackle macht ganz schön Damage, ne? Ne, Kabuto ist weg. Wow, ich wusste gar nicht, dass die durch Treppen gehen können. Und dadurch entkommen. Ich wusste das echt nicht. Ist mal nett zu wissen. Das nächste Mal stelle ich mich auf eine Treppe rauf. Damn. Aber wieso spawnen wir auch direkt bei der Treppe? Und das gegnerische Pokémon auch. Ja, es wird ja angezeigt, wenn wir Dings retten können, ne? Ja, genau. Gut, Zielebene erreicht. Hier ist Nidorina. Ist das ein Grüngummi oder ein Floragummi? Sieht eher aus wie ein Floragummi. Ja, scheiße. Obwohl, Floragummi war doch für Pflanzen-Pokémon, oder nicht? Ja, nice. Essen. Dirki. Ja, Effizienzexperte erlernt. Nice. Es war doch, was war das nochmal? Kämpft das Pokémon gegen Meere, genau. Ja gut, der springt. Uns jetzt herzlich wenig. Das bringt nur Teampartnern was. Beziehungsweise ein bisschen mehr. Weil wir das jetzt selber steuern können, welches Pokémon wir angreifen. Und ja. Ah, vor Kleinstellen sind wir willkommen. Nice. E9, da ist das Dodo. Ah. Dodo. Komm her. Zack. Nein. Wow, das ist echt ein herausragender Kampf, du. Nice. Wow, das war jetzt... Wow. Das war schon anstrengend, ne? Das war echt anstrengend. Heilige Kacke. Wow. Ich bin... Ihr habt Gorazon gewonnen. Hier ist das Kopfgeld für den Ganoven. 250. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Spezialband. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. 30 Jahrhundert Team. Oh, das ist schön. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Kein Ding. Ihr habt Dodo gefangen. Hier ist das Kopfgeld für den Ganoven. 250 Poke ist okay. 30 Jahrhundert-Punkte. Von Normal auf Bronze-Rang, nice! Die Anzahl der Items, die im Lager aufbewahrt werden können, ist auf von 64 auf... Das geht? Oh. Rangsteigerung hat das Item der Zitrobeere erhalten. Cool. Schön, wir haben eine Zitrobeere. Vielen Dank für die Mitarbeit. Ich wusste gar nicht, dass sich so dass die Lagerkapazität erhöht. Danke, danke, dass ihr die Dorina gefunden habt. Bitte akzeptiert diese 2000 Punkte. Wow, ja, 200 Punkte. Wow. 200 Poker sind immer so schön. Ja, sogar Novenaufträge, wie ihr merkt, werden besser belohnt. Auch mit den Erkunder-Rangpunkten. Da kriegt man mehr. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, Doki. Gute Nacht. Schlaf gut. Kapitel 5. Die erste offizielle Erkundung. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Doki. Ja, wir möchten speichern. Mal sehen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt erkunden werden. Was war denn das? Ich habe leider keine Ahnung mehr. What the fuck? Hört bitte alle her, ich habe wichtige Neuigkeiten. Weit oben im Nordosten und noch weiter draußen in den äußersten Gefilden. Dort gibt es einen Ort namens Schemenhöhle. Schemengehölz. Im Schemengehölz. Dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, die Zeit stehen geblieben. Ja, richtig. Okay. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand.
der Wind auf, hat aufgehört zu wehen, die Wolken sind erstarrt. Alter. Dautropfen fallen nicht mehr von den Blättern, sondern bleiben einfach in der Schwerelos hängen. Im Schirmgehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Okay, das ist echt. Und die Zeit stehen geblieben. Aber, wie war das? Etwas so Schlimmes nur geschehen. Das ist ja unvorstellbar. Ja, unvorstellbar ist geschehen. Das Unvorstellbare. Meine Güte, ich kann wieder nicht reden, ey. Wie ist denn die Zeit im Schirmgehölz stehen geblieben ist? Nun, weil das Zauber der Zeit der Schirmgehölz ist. Es wurde gestohlen. Was? Was? Ist der Zauber der Zeit wurde gestohlen? Das hat die Zeit angehalten. Ich habe schon gehört, dass das passieren kann. Aber jetzt ist es wirklich passiert. Oh. Ich verstehe trotzdem nicht. Die sollte irgendwer der Zauber der Zeit stehlen. Seid still. Oberwachtmeister hat die Solarpreise mit der Ermittlung begonnen. Oh, ich kann nicht mehr reden. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, ist vielleicht doch. Was? Sind vielleicht doch die anderen in Gefahr? Der Oberwachtmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon auffallen. Mann, mein Ohr hat gerade Spacken. Es juckt. Ja. Also, denkt dran, lasst es euch wissen, wenn euch was auffällt. Das ist alles. In aller Pokémon macht euch an die Arbeit. Hurra!